Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Im Let's Part wurden die Zeilbox C18, C9, 16 und C17 aktiviert und wir haben auch gleich gegen sie gefightet. Nachdem sie die Z-Kämpfer besiegt haben, wollen die Zeilbox von Goku eliminieren. Gleichzeitig spielt Piccolo ein noch größeres Übel als die Zeilbox und fusioniert mit Gott. How dare you! Ein noch größeres Übel als die Zeilbox. Oh oh. Okay, wo? Da. Miau. In der östlichen Hauptstadt. Oh oh. Was könnte schlimmer sein als die Zeilbox momentan? In Fusion mit Gott findet Piccolo den Grund für die... Vor allem den Zeilbox Cell. Show yourself, you monster. You're next, Piccolo. How do you know my name? We're brothers, you and I. No. Also, Piccolo, dein Bruder ist ziemlich komisch. Und er ist kein Namekianer, also kann er nicht dein Bruder sein. Uhaha. Oh nein. Er will Piccolo nur verwirren und nur, weil er die Zellen von ihm in sich hat. Weil Cell ist eine Cyborg aus den Zellen jedes starken Kämpfers. Also, er hat auch die Zellen von Freezer in sich, Vegeta, Son Goku und so alles halt. Aber pff, kein Problem für Piccolo hier. Vergiss es, Zerr. Piccolo too strong for you. Piccolo ist too strong for Cell. Hört mich wieder alle. Nein, das hätte perfekt werden können. Oh, you asshole. Perfekt verhindert. Oh. Wie ich die einfach alle nur verprügel mit Piccolo. Das ist einfach nur so krass. Wie ich die verprügel. Ja, Piccolo hat, glaube ich, jetzt sein Max-Level erhalten, weil er nicht Explosion 2 ausrüstet. Das könnte ich ihm aber auch mal ausrüsten. Ja. Um seine perfekte Form zu erreichen, plant Cell, die Cyborgs 17 und 18 zu absorbieren. Piccolo ist für einen Moment nicht wachsam, doch das reicht Cell, um zu entkommen. Gleichzeitig beginnt Son Goku und die anderen mit dem Training im Raum von Geist und Zeit. Während Piccolo weiter nach Cell sucht. Die haben da jetzt einfach mal wie Trunks die Zeitmaschine findet, in der Cell gekommen ist. Cell ist nämlich ein Cyborg aus der Zukunft. Er ist aus einer weiteren Zukunft, als aus der aus Trunks kommt. Weil in der Zukunft, wo Cell war, hat er Trunks getötet. Und ist dann mit der Zeitmaschine zurückgereist. Von der vergeblichen Suche nach Son Goku frustriert erscheinen die Cyborgs vor Piccolo. I won't fall as easily as I did last time. Weil, jetzt habe ich den Faden verloren. Cell, also in der Zukunft, wo Cell Trunks getötet hat, hat Trunks die Cyborgs besiegt und wollte in die Vergangenheit reisen und seinen Freunden Bescheid und Son Goku und so Bescheid zu sagen, ich habe die Cyborgs getötet, besiegt und so alles. Doch dann kam halt Cell und hat gedacht, no, 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 I gonna kill you. Und hat dann Trunks getötet. Und so kam Cell dann in diese Zeit hier. Nur jetzt so als Hintergrundinformation, falls ihr das hier in dem Spiel nicht erfahren. Falls doch, egal. Ich finde das einfach nur so geil, mit Piccolo zu kämpfen, ne? War das kein Perfekt? Hat er mich einmal getroffen? Oh. Egal. He's dead. Wie die Kämpfe mit Piccolo einfach nicht mal eine Minute dauern. Ist einfach nur so krass. Einfach nur krass. Am Höhepunkt seiner Macht ist Piccolo Cyborg C17 ebenbürtig allerdings. Vom Kampf abgelenkt spürt Piccolo nicht, dass Cell sich nähert. Shit! Now he is there! We're gonna all die. Hoffentlich kriegt er C17 nicht, weil das wäre ziemlich fatal. Cell hat den Kampf zwischen Piccolo und C17 gespürt und ist am Kampfplatz eingetroffen. Genug! Ja, C17 hat Ausskills bekommen, aber erstmal Match bei Piccolo was abändern. Geschwindigkeit, das kommt kurz gegen... Verdammt. Ausrüstungsslot plus 3, da kommt jetzt wieder Geschwindigkeit plus 19 rein. Wo ist es? Da war es doch. Zack. Und einmal Explosion 2 plus 5. Hier. Zack. So, jetzt kann er auch noch ein bisschen weiter leveln. Ein bisschen, noch 15 Levels nochmal drauf.
Danach hat Piccolo echt sein Max-Level erstmal erreicht, weil er keine Objekte mehr tragen kann. Okay, dann kommt doch her, Cell. No! He's stronger! Anscheinend hat er dazugelernt, dass er das jetzt von mir richtig schön fertig gemacht wird und es sich wiederholt. Ah, man. Ich hasse, wenn meine Nase juckt während des Kämpfens. Das kann ja nicht während des Vorlesens passieren. Hier, Lichtgranate. Die kann er nämlich jetzt auch, seitdem er mit Gott wieder fusioniert ist, kann er nämlich jetzt auch eigentlich die Lichtgranate erst. Zack. Ja, da guckst du dumm was. Ja. Ey, Piccolo ist einfach nur so krass drauf. Ey, WTF, wie krass ist Piccolo einfach nur. Zell, erste Form. Wie echt, wie krass Piccolo einfach nur immer drauf ist. Bäm! Der haut die ja für mich kaputt. Der pulverisiert sie. Und trotzdem ist er weg. Nachdem er die Energie unzähliger Menschen absorbiert hat, ist Zell unendlich stark. In der letzten der Schlacht betritt C16 das Schlachtfeld. Ja, er hat auch schon Objekte bekommen von mir. Für diesen Kampf! Ja, die bekommen für einen Kampf Objekte. So sind sie nämlich nicht zu schwach, obwohl C16 ist nicht einmal gelevelt, da töten diese Level 5 Objekte alle nur so durch. Durch seine verbesserten Fähigkeiten hat Cell Piccolo besiegt und nähert sich nur C17. Doch C16 stellt sich ihnen im Weg. You'll destroy yourself if you face him. By my calculations, my power level is equal to that of yours. Scheiße, Mann! Ja, warum hätte ich nicht noch C17 ins Team haben können? Dabei hätte ich einen schnellen Charakter, weil C16 ist ein langsamer Charakter. Ready? Was für eine HP-Leiste, bitteschön! What the fuck? Was ist das für eine HP-Leiste? Oh mein Gott. Die HP-Leiste unnormal. Da würde ich die HP-Leiste gar nicht. Da hat ja eigentlich fast unendlich Energie, wenn er auf Level HP Gesundheit plus 20, 19 hat, ey. What the hell? Richtig krass. Ganz ehrlich, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hier auch Pralle Hölle. Was hat er noch? Höllenblitz. Braucht hier Ki, okay. Zum Glück leitet sich die Ki bei den Cyborgs so schön schnell auf. Wenn man sie selber sieht, ist das schön. Bam! Und du! Komm her, ich muss dich vernichten. Höllenblitz! Bam! Ja, Mann! Hellflash! Miau! Au! Ja! Yeah. Hier, hier und tschüss, Cell! Ich wollte auch bei der Hölle eigentlich einsetzen, aber auch okay. Nein. Au. Oh. Oh. Hier, spür meine Faust. Bam. Scheiße. Wie viel HP C16 hat. WTF, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass er so viel HP hat. Das ist einfach nur krass. Alter Falter. Hätte ich ja gar nicht Skillen brauchen. Wenn er so viel hat. C16 besiegt Cell. Ja. Man sieht. Doch im Chaos erscheint Asubir Zell C17 und seine Stärke steigt gewaltig an. Dass die Gegner auch immer wieder stärker werden müssen, ne? Die können nicht mal so stark bleiben, wie sie sind. Nein, wir müssen immer stärker werden. Ihr müsst alle vernichtet werden. Verzweifelt wirft sich Tenshin an Zell in den Weg, um C18 zu schützen. Aus dem Grund ist er jetzt auch geskillt. Because we have to fight with the Cell und müssen auch gewinnen. Das ist kein Überlebenskampf. Schade. Ich werde sowas von verkacken. Wir werden es sehen. Was brauche ich denn für Donnerpuff? Und er läuft auch noch rein, ey. Das ist genau... Wie gesagt, das sind bestimmt so... Die denken so... Oh, guck mal das Licht. Geil, Mann. Lass mal reinfliegen. Tja, und dann kriegen sie den Donnerpuff ab. Hier, Kiku-Kanone. Ja, die heißt Kiku-Kanone, nicht Explosionskanone. Das hört sich nämlich doof an. Hier, ja, ja, und flieg. Dass er dadurch nicht irgendwie geschwächt ist oder so, das wundert mich. Ja, Cell. Oh, oh, was kann ich eigentlich noch?
Nein, bist du des Wahnsinns. Wilder Sinn und Sonnenattacke. Nee, will ich beides nicht. Ja. Ich will euch die Ultra-Attacke zeigen von Tenshin Han. Oh mein Gott. Oh mein Goodness. Au. Das kriegst du zurück, Cell. Dreifacher Neonstrahl. Jetzt werden wir immer weiter X drücken. Das war dumm. Nein. No. Das war dumm. Wieso ist deine Schuld umgefallen? Der hatte gar keine HP mehr. Ihr habt gesehen, es zieht uns auch immer wieder HP ab. Ich hätte aber nicht mit diesem HP-Verlust gerechnet. Das war jetzt ein unnötiger Los. Egal. Jetzt habt ihr jetzt die Ultra-Attacke von Tenshin Han gesehen. Die mich umgebracht hat. Obwohl Cell hätte einen Tod umfallen müssen, nachdem ich ihn geboxt habe. Aber er wollte nicht tot umfallen. Ja, auch gut. Ready? Vergiss es, Cell. Diesmal mache ich nicht diesen Fehler mit der 3 von Neonstrahl. Oder auch Kiku-Kanone genannt. Mega-Kiku-Kanone nenne ich sie jetzt. Weil ich glaube, im Anime sagt er nur Kiku-Kanone dazu auch. Kiku-Kanone! Ja! Nö. Zack. Ja. Und flieg. Au. Vergiss es, Cell. Ich bin stärker als Tenshin Han. Ich habe 3 Augen. Ich kann einmal mehr sehen als du. Ich kann mehr sehen als du. Ich frage mich, ob Tenshin Han ein Mensch ist oder... Ja, ein Mensch mit 3 Augen. Ob der sich da einpflanzen lassen hat oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kennt ihr so ein paar Hintergrundinformationen zu Tenshin Han. Hier, Kiku-Kanone. Das hätte ihn umbringen müssen. Ohne Scheiß, er hatte kein HP mehr. Er hätte tot umfallen müssen. Super Vegeta und Super Saiyan Trunks. Ja Leute, ich würde sagen, weitermachen wir aber jetzt im nächsten Part. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.